Gibt es Solidarität unter Frauen? Ist schwer, gebe ich zu. Ja. Ist so, ne? Sonst mache ich jetzt irgendwie mich lächerlich. Also es ist schwer. Schulterschluss unter Frauen ist vielleicht auch eine Nummer, die man erst so ein bisschen über Jahrzehnte beheben kann, sag ich mal. Weil Frauen sind eher so daran gewöhnt, auch so über die letzten 100 Jahre Ressourcen und alles, was es so gibt im Leben, wird von Männern verteilt. Also ist man eher in Konkurrenz und macht dann Aggressionen oder irgendwelche Sachen, Taktiken hintenrum. Ich habe schon das Gefühl, dass man teilweise die Nachwirkungen davon spürt. Das muss man ehrlich sagen. Das gibt sogar Alice Schwarz dazu. Wobei, ja, aber alles ist ja sozusagen sehr auf der Seite der Männer. Ja? Ja, immer mehr. Ja, sie ist einfach gegen eine Teilung der Geschlechter in Männer und des Geschlechts überhaupt oder des Menschen in Mann und Frau sozusagen. Also sie mag diese Unterscheidung nicht. Ja, und ich finde sowieso, die Grenzen sind fließend. Also gerade dieses Metrosexuelle greift ja auch immer mehr um sich. Mir ist es neulich aufgefallen bei Christiansen am letzten Sonntag, ja, dass immer mehr Männer auch irgendwie bewusst zu so einer weicheren Fashion-Seite stehen. Falls sie nicht gesehen haben, ich fand das wahnsinnig auffällig. Du, Herr Söder. Das mit dem Kajalstift machst du sehr gut. Ein bisschen mehr und du könntest so aussehen. Nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird, sonst siehst du bald so aus. Oder so. Naja, im schlimmsten Fall kannst du dann immer noch so gehen. Du machst das schon. So wie der Herr Althaus, der hat seinen Look schon gefunden.